In der Fotografie und im Film benutzt man verschiedenste Mittel, um die Aufmerksamkeit des Betrachters zu lenken. Dies kann durch Helligkeitskontrast, bestimmte Bewegungen oder durch die Abtrennung von Vorder- und Hintergrund erfolgen. Und genau damit wollen wir uns einmal genauer beschäftigen. Durch welche technischen Parameter erhalten wir eine gute Abhebung vom Hintergrund? Und wie können wir dies beispielsweise allein nur durch die Kameraposition beeinflussen? Als Beispiel schauen wir uns diese beinahe identischen Fotos genauer an. Welches ist das bessere Foto? Welche Aufnahme fokussiert den Blick mehr auf das gewünschte Objekt? Auch wenn diese Fragen sicherlich subjektiv sind, werden die meisten zu diesem Bild tendieren. Doch warum ist das so? Diese Frage möchte ich im Folgenden mit euch zusammen beantworten. Willkommen zu Science of a Good Picture. Ein wesentlicher Faktor für die Stärke der Separierung ist die sogenannte Schärfentiefe. Sie beschreibt, wie groß der Bereich im Bild ist, der scharf abgebildet werden kann. Und zwar, wie der Name es bereits andeutet, bezieht sich diese auf die Tiefe des Raumes. Sie liefert sich also immer an entsprechende Distanz zur Kamera. Bei großer Schärfentiefe ist der Hintergrund weitestgehend scharf und die Separierung entsprechend schlecht, während sie bei kleiner Schärfentiefe besonders gut ist. FotografInnen und Kameraleute können durch die Änderung von technischen Parametern Einfluss auf die Schärfentiefe nehmen, um sie so als gestalterisches Mittel einzusetzen und den Fokus des Betrachters aktiv zu lenken. Als ersten Parameter schauen wir uns den Einfluss der Blende ein wenig genauer an. Die Blende ist ein wichtiger Bestandteil des Objektivs und dient dazu, das Licht, das auf den Bildsensor fällt, zu kontrollieren. Bei der Blende handelt es sich um eine Lochöffnung, deren Durchmesser sich über die Einstellung der sogenannten Blendenzahl verändern lässt. Eine große Blendenzahl steht dabei für einen kleinen Durchmesser und eine kleine Blendenzahl dementsprechend für einen großen Durchmesser der Blende. Dies wirkt zuerst wenig intuitiv, klärt sich aber bei einem Blick auf die Entstehung dieser Zahl. Vereinfacht setzt sich die Blendenzahl aus der Brennweite und dem Durchmesser der Blendenöffnung zusammen. Da die Blendenöffnung im Nenner steht, verkleinert sich die Blendenzahl bei größerer Öffnung. Je kleiner die Blendenöffnung, desto größer ist die Schärfentiefe. Die Schärfentiefe ist dabei immer ein Bereich, der durch den Nah- und Fernpunkt definiert wird. Dabei ist der Nahpunkt die vordere Grenze, ab der ein Objekt das erste Mal scharf wahrgenommen wird. Und der Fernpunkt ist die hintere Grenze, bis zu der das Objekt gerade noch so scharf ist. Interessanterweise liegt der schärfste Punkt nicht genau in der Mitte zwischen diesen zwei Punkten, sondern ungefähr bei einem Drittel. Wir sehen also, dass die Wahl der Blende einen sehr wichtigen Einfluss auf den Gesamteindruck des Bildes hat. Sie ist einer der einfachsten Parameter zur Steuerung der Schärfentiefe. Neben der Blende gibt es noch einen weiteren wichtigen Parameter, das Zusammenspiel aus Brennweite und Objektdistanz. Die Brennweite ist definiert durch den Abstand zwischen der Objektivlinse und dem dazugehörigen Brennpunkt. Sie gibt den Bildwinkel und damit den Bildausschnitt für eine Aufnahme vor. Eine kurze Brennweite besitzt einen großen Öffnungswinkel und wird als Zweitwinkel bezeichnet. Sie erfasst in der Regel einen großen Bereich einer Szene. Eine lange Brennweite hingegen besitzt einen sehr kleinen Bildwinkel und verengt damit den Bildausschnitt. Doch wie beeinflusst all das die Schärfentiefe? Dazu müssen wir zusätzlich auch noch die Entfernung unseres Motivs zur Kamera betrachten. Bei konstanter Objektweite gilt: Je größer die Brennweite, desto kleiner die Schärfentiefe. Somit hat man die Möglichkeit, ohne die Blende zu verändern, die Schärfentiefe mit der Brennweite zu beeinflussen. Genauso gut könnte man den Abstand zu seinem Objekt verändern und auch so Einfluss auf die Schärfentiefe nehmen. Nähert man sich, wird die Schärfentiefe kleiner. Entfernt man sich, wird der scharfe Bereich entsprechend größer. In der Praxis wird man immer eine Kombination aus beiden anwenden. Bei längeren Brennweiten wird man so zu einer größeren Distanz zum Objekt gezwungen sein, um das Bild entsprechend einrichten zu können. Es geht also immer darum, den bestmöglichen Kompromiss zu finden. Und ganz nebenbei ist ein weiterer Effekt von längeren Brennweiten das Verdichten der Bildebenen. Somit haben wir neben der Blende zwei weitere Parameter kennengelernt, mit denen wir Einfluss auf unsere Schärfentiefe nehmen können. Durch eine geeignete Kombination aus Blende, Brennweite und Objektdistanz können wir so unseren Bildeindruck beliebig steuern. Doch was passiert, wenn wir unsere Schärfentiefe nicht mehr verändern können? Zum Beispiel, weil wir die maximale Öffnung unserer Blende erreicht haben. Oder wir unsere Objektweite nicht weiter verringern können, da wir sonst im Bildausschnitt etwas abschneiden würden.
Unsere Schärfentiefe ist also fix und lässt sich nicht mehr ändern. Wie können wir trotzdem unser Subjekt vom Hintergrund abheben? Hier kann uns in manchen Fällen die Perspektive aushelfen. Ein bekannter Leitsatz lautet, man soll auf Augenhöhe des Objekts fotografieren. Doch warum? Neben einem natürlicheren Bildeindruck gibt es noch einen weiteren Vorteil. Um den zu zeigen, haben wir hier eine Kleinigkeit vorbereitet. Wie wir vorher schon gelernt haben, ist die Schärfentiefe der Bereich, in dem ein Objekt als scharf wahrgenommen wird. Fotografieren wir unser Objekt von oben, so befindet sich das komplette Motiv im Bereich der Schärfentiefe. Wir können so das Bäumchen entweder nur komplett scharf oder komplett unscharf darstellen. Das Bild wirkt flach und langweilig. Bewegen wir die Kamera nun aber herunter, bis wir auf Augenhöhe mit der Pflanze sind, so lässt sich während der Kamerafahrt genau beobachten, wie immer mehr Bereiche aus der Schärfentiefe herausfallen, bis sich in der Normalperspektive nur noch ein Minimum unseres Bildinhalts in der Schärfentiefe befindet. Der Blick des Betrachters wird nun viel besser gelenkt. Für eine gute Separierung benötigt man ein Bild mit Tiefe. Man kann sich daher merken, mit steigender Bildtiefe sinkt die Schärfentiefe. Damit haben wir nun die grundlegenden Parameter zur Beeinflussung der Schärfentiefe kennengelernt und herausgefunden, wie wir bei fixer Schärfentiefe trotzdem noch eine gute Vorder- und Hintergrundseparierung erreichen können. Am besten probiert ihr das im Anschluss einmal selber aus. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt zum Schluss das Wichtigste. Ihr wisst schon. Bitte lächeln!